Keshe Foundation, an independent, non-profit, non-religious, space-based organization founded by nuclear engineer Mehran Tavakoli Keshe, is introducing to humanity the science of the universe, plasma science. Keshe Foundation develops universal knowledge and space technologies that provide solutions to major global problems, revolutionizing agriculture, health, energy, transportation, materials, and more. The application of plasma science in the form of specially developed plasma reactors and other devices will give humanity the real freedom to travel in deep space. Plasma science exists throughout the whole universe. It is here and it belongs to you. Our knowledge, research, and development regarding the plasma structure has progressed to the point of enabling everyone to participate in the process. Become a creator and understand the work of the universe for the good of humankind on this planet as well as in space. The use of Megravs, nanomaterials, GANs, liquid plasma, field plasma, and other plasma technologies have come as a new dawn for humanity to progress and work in harmony with the universe. Conventional technology applications are wasteful, damaging, and cause pollution to the planet and all living beings. Plasma science provides solutions and improves existing methods and use of resources in all aspects that touch the lives of all beings. Plasma is defined by the Foundation as an entire content of fields which accumulate and create matter and is not defined by its physical characteristics like ionization or temperature. Also, with plasma science, we understand how we can convert matter back to the fields. Quoting from Mr. Keshe, MEGRAV stands for magnetic gravitational, which means plasma absorbs or gives. And every plasma has the both. It has give and it has take. And when they can't find the balance, they distance themselves until they find the balance they can give to the others. That they can receive what they want to receive and give further. Certain atoms and molecules release and absorb magnetic or gravitational fields. Released fields are available to be absorbed by other objects. The Keshe Foundation has developed a way to gather these free-flowing fields from the environment within a resourceful and beneficial new state of transitional matter, which M.T. Keshe named GANs. The first step of the process of the formation of various basic types of GANs is nano-coating metals. This is carried out either chemically by etching, steam coating with sodium hydroxide, or thermally by heating, fire coating by gas burner. During either coating process, gaps between outermost layers of atoms are created. The residual coating is often referred to as nano-coating, defined by the structured layers of nanomaterial, which build up during the creation process of the coating. Nano-coated metal, in interaction with other various metal plates, in a saltwater solution creates Megrav fields. These fields then attract available elements to form a specific GANs, which collects and settles at the bottom of the container. This GANs is formed from independent energized molecules like little suns that can be used in various applications. Hallo und herzlich willkommen zum 205. deutschsprachigen Wissenssucher-Workshop des Keshe Foundation Spaceship Institutes. Heute ist der 20. Februar 2020. Ah, das sind wie oft 4 Zweien und nur Nullen. Das Datum steht nur aus Zweien und Nullen. Wie immer habe ich eine zusammenfassende Übersetzung des heutigen Workshops. Das war der 316. Knowledge Seekers Workshop von heute Morgen um 9.06 Uhr. Und der war, wie lang war der? 3 Stunden, 7 Minuten, wenn nicht etwas länger. Und ja, zunächst, Herr Keshe hat berichtet von China, dass der Virus sich wohl weiter verbreitet. Und er sagte, dass, also laut ihm, ist die Anzahl der Toten in China liegt bei 1 Million. Ich weiß jetzt nicht, was da offiziell gesagt wird. Aber Herr Keshe hat in den vergangenen Wochen
schon gesagt, dass die Zahlen viel höher sind, als es zugegeben wird. Und es gibt die ersten zwei Tote in Iran, wo sie dann jetzt auch sehr besorgt sind. Und dann hat er noch gesagt, dass die Todesrate bei denjenigen, die angesteckt sind, bei 90% liegt. Also nur 10% überleben das. Er sagte auch, dass der Virus nicht verschwinden wird durch das Wechseln der Jahreszeiten. Der wird bleiben. Und dann hat er nochmal erklärt, dass man nicht am Fieber stirbt. Das ist nämlich so ein bisschen auch das Problem, was da scheinbar mit besteht, ist, dass die behandelt werden mit Medikamenten. Zum Teil ja auch die Problematik mit diesen amerikanischen Medikamenten, die wie letzte Woche beschrieben. Und das Fieber wird bekämpft. Die Leute sind dann teilweise auch fieberfrei und werden nach Hause geschickt. Und man geht davon aus, die sind jetzt gesund, weil die Symptome erstmal weg sind. Und dann sterben sie an einem Lungeninfekt. Und Herr Kesch hat gesagt, dass sich so eine Art Gel in die Lunge flutet. Und sie letztendlich ertrinken. Und das passiert nach circa 25 bis 30 Tagen. Dann hat er beschrieben, wie man mit den Masken umgehen sollte, wenn man diese Schutzmasken benutzt. Offiziell ist es so, sagte er, dass dieses Virus ist ja über die Luft übertragbar, dass es 30 Minuten überlebt. Das heißt, wenn es irgendwo dran ist, an der Maske zum Beispiel außen, dann ist der Virus eben noch 30 Minuten da aktiv und dass man nie die äußere Seite anfassen sollte, beziehungsweise nie die äußere Seite, die innere Seite der Maske berühren darf. Weil sonst hat man diese Maske zum Schutz und dann hat man den Virus dann doch da übertragen. Und dann sagt er auch, dass die Maske damit muss halt ordentlich umgegangen werden. Er sprach davon, es abzukochen und zu sterilisieren regelmäßig. Und dann die Maske vor jeder Nutzung mit Ganzwasser bespritzen, wie auch vorher schon beschrieben. Und dann hat er gesagt, dass sie in Israel eine bessere Maske entwickelt haben, wo das wohl nicht nötig ist. Wo also das nicht passieren kann, wenn man die Maske berührt vorne, dass es dann noch was passieren kann. Aber da ist er jetzt nicht näher darauf eingegangen, was das jetzt für eine Maske ist oder wo man die bekommt. Dann hat er noch erklärt, dass man für diese Ganzproduktion, wie sie hier gezeigt wurde in dem Video von Herrn Kesch, dass man dafür kein verzinktes Eisen verwenden soll. Also es geht nicht darum, dass da einfach nur Zink vorhanden ist, sondern es muss genauso gemacht werden, wie da beschrieben. Weil das verzinkte Eisen, das führt zu anderen Gans. Und das ist nicht das, was dann für das Virus das Richtige wäre. Und da sagt er auch noch, dass Kupfer da auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Also auch hier, Herr Kesch hat ja beschrieben, dass für das Gehirn das beste Gans, was man quasi entwickeln kann, wäre die Kombination mit Zink, Nanozink und Kupfer. Das wäre aber nicht das, was man fürs Virus benutzen soll, sondern so, wie er das im Video erklärt. Dann hat er noch gesagt, dass das Militär in China das ernst nimmt und sich durchaus mit der Plasmatechnologie beschäftigt. Und er sagte, dass das chinesische Militär eine Tonne Gans täglich produziert. Und dann sagt er aber noch, dass die Chinesen haben die Tendenz, Technologien zu stehlen und wollen keine Technologie von außen akzeptieren. Das heißt, die haben da ihre Art von Stolz oder wie auch immer, die das sehen, dass sie lieber Technologien abgucken woanders und das selbst entwickeln und dann das Gefühl haben, das kommt von ihnen selbst und dann nicht das Gefühl haben, dass die Technologie kommt jetzt von außen, von jemand anders. Also sie wollen keine Technologien wohl von außen annehmen. Und dann hat Herr Kesch noch gesagt, dass die Regierung in China zweigeteilt ist, also da gibt es wohl auch innere Kämpfe und ein Teil möchte, dass die Einwohnerzahl Chinas um weitere 400 Millionen reduziert wird und wollen keine Heilmittel zulassen. Und das hat generell ja eine längere Geschichte. Viele wissen ja sicherlich, dass es in China diese Geburtenregelung gibt, dass man da nur ein Kind in China haben durfte. Und das, also China hat eine lange Geschichte, wo es um eine Kontrolle der Bevölkerungszahl geht oder des Bevölkerungswachstums. Und da gibt es scheinbar eine Gruppe,
die Teil der Regierung ist, die da eben sehr bemüht ist, die Bevölkerung klein zu halten. Und dann auch in solchen Fällen eben Hilfe zu untersagen. Dann hat er erklärt, dass Wissenschaftler festgenommen werden, in China werden Wissenschaftler festgenommen, die die versuchen, dagegen anzugehen, also die verhindern wollen, dass da ein Heilmittel rauskommt. Und in den USA werden Wissenschaftler festgenommen, die das Wissen mit China teilen wollen und helfen wollen. Also auf beiden Seiten werden Wissenschaftler festgenommen. Und Herr Kesch sagte, dass wir einen Schutz für Wissenschaftler brauchen. Er hat das verglichen mit Athleten oder Sportlern. Bei Sportlern ist es so, dass wir ja weltweit Sportler aus allen Ländern akzeptieren. Also es kann jetzt jeder kann die Medaillen gewinnen und jeder kann bei der Fußballweltmeisterschaft mit teilnehmen und was auch immer. Da guckt man nicht darauf, woher jemand kommt. Also da funktioniert das gut. Aber bei Wissenschaftlern, da werden sie festgenommen, wenn sie im falschen Land landen oder wenn sie die falschen Sachen machen oder die falschen Informationen teilen. Und dass da Wissenschaftler das da deutlich schwerer haben. Dann ist er noch gefragt worden, ob Viren die Gene, Viren oder Gans, ob das einen Einfluss auf die Gene haben kann. Und da hat er erklärt, dass das ist das, was Gene zum Teil tun. Also Gene, das, was Viren tun. Viren verändern den Organismus, sodass es auch die Gene verändert. Und was Gans tut, ist, dass es die Balance wiederherstellt. Und er hat das damit erklärt, dass das der Grund, warum Gans die Gene nicht verändert, liegt daran, dass wir ja unsere körperliche Beschaffenheit von dem Feld der Erde ausgeht. Das heißt, wie der Idealzustand des Körpers ist, das ist etwas, was von dem Feld der Erde bestimmt ist, wie das eben hier auf der Erde, sage ich mal, die ideale Lebensform ausmacht. Und dass das Gans das tut, in Ausgleich bringt, was das Feld der Erde eigentlich bestimmt. Also das heißt, es bringt eine Balance her und hat keinen direkten Einfluss auf die Gene, sondern es stellt nur das wieder her, was sozusagen vom Feld der Erde sowieso vorgesehen ist. Und dann hat er vor der chinesischen Medizin gewarnt. Er sagte, dass da viele Gifte verwendet werden und dass diese Gifte in der chinesischen Medizin zunehmend auch in die Nahrung kommen. Und dann sagt er auch, das Problem ist, dass auch hier, wie mit dem Virus, auch mit der Behandlung, dass zum Teil man sieht, dass eine Verbesserung eintritt, aber man weiß nicht, ob nicht dann Jahre später oder irgendwann später dann Gehirnschaden oder irgendwelche anderen Schäden durch die Gifte verursacht werden. Und dann hat er auch zugesagt, dass vor Jahrhunderten diese Gifte nicht in den Pflanzen waren. Also es ist wohl auch etwas mit der Vergiftung der Erde und den Chemikalien, die man verwendet hat, das wohl auch was zu tun. Und dann hat er das noch als Beispiel genannt, dass China zwar der Führer in Export von vom Tee ist, aber nur wenig von dem Tee aus China in Europa ankommt, weil es eben zu viele Gifte enthält. Also spricht nicht den Gesetzen in Europa. Und deswegen wird das nicht zugelassen. Also dass da eben viele Gifte mit drin sind. Dann hat er erklärt, dass er am nächsten Dienstag einen Termin vor Gericht hat in Italien bezüglich des Mords an Fabio. Und dass er Drogen bekommen hat, dass wenn er dort die Beweise vortragen würde, dann würde er für 43 Jahre ins Gefängnis kommen. Das hat man ihm gedroht. Und dann sprach er davon, dazu gleich noch mehr, dann sprach er davon, dass 27.000 Leute in Untersuchung sind, in Bezug, dass die möglicherweise beteiligt sind an Pädophilie oder an pädophilen Ringen und dass von diesen 27.000 bereits 7.000 festgenommen wurden. Und er sagte, dass solange diese Aktivitäten stattfinden, er sagt, das geht alles von Belgien aus, dann solange wird nichts besser. Also auch die ganzen politischen Situationen, auch dass jetzt da in Hilfe unterlassen wird oder gar bekämpft wird,
dass Bestechung, Bedrohung, Mord und das Stehlen von Patenten, all diese ganzen Sachen, die in der Vergangenheit ja auch erklärt wurden, das hat was mit diesen Machenschaften in Belgien zu tun und dass das gestoppt werden muss, damit diese ganze, sag ich mal, globale Korruption, könnte man das vielleicht zusammenfassen, aufhören kann. Und dann hat er gesagt, dass wenn man ganz verteilen möchte, dass es eine gute Möglichkeit ist, das in Brunnen zu tun oder halt öffentliche Gewässer, aber er sagte Brunnen. Und der sagte, dass man dafür am besser das Ganze selbst benutzt, weil es eben viel potenter und langanhaltender ist als das ganze Wasser. Und er sagt auch, dass es keine Probleme darin gibt, das Ganze in die Umwelt zu lassen. Also hier war jetzt, glaube ich, vor allem die Rede von den üblichen Ganzsorten. Also wie gesagt, es war jetzt nicht Bleigans oder irgendwas in der Art die Rede, sondern die üblichen Ganzsorten. Und das, er sagt, das wirkt genau gleich, als würden wir das jetzt für uns selbst nutzen. Nur wenn man das natürlich in öffentlichen Gewässern hat, dann sind viel größere Mengen, sage ich mal, werden angebracht. So, das heißt aber nicht, dass kleine Mengen nicht auch was bringen, aber es wird natürlich viel mehr verteilt. Dann hat er auch nochmal davor gewarnt, dass man kein CH3 im Raum verteilen sollte, wenn jemand anwesend ist, der Krebs hat. Weil CH3 alle Zellen energetisiert. Und das hatten wir auch, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche darüber geredet, dass man mit CH3 ist ein Energiegeber. Und da muss man bedenken, wo möchte man denn Energie geben und wo nicht. Und deswegen da vorsichtig im Zusammenhang mit Krebs. Dann hat er erklärt, dass die Aggregatzustände, dass jeder Aggregatzustand, also gasförmig, flüssig und fest, eine unterschiedliche Energie hat, also auch was die unterschiedlichen Elemente betrifft. Und dass wir Energien eben aufnehmen auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, wir atmen, wir trinken und wir essen. Das heißt, wir haben also auch in unserer Nahrungsaufnahme haben wir diese drei Aggregatzustände und das wäre auch wichtig, um das ganze Spektrum abzudecken. Und er sagte, was vergessen wird oft, ist, dass das Ganze nicht nur in Form von Ganzwasser zum Beispiel getrunken wird, sondern dass wir die Atmung nicht vergessen sollten. Das heißt, das Ganze, dass man das in Schläuchen füllt oder wie auch immer, da waren in der Vergangenheit auch Beispiele für gezeigt, dass man eben die energetisierte Luft, also nicht nur das energetisierte Wasser, sondern auch die Luft, dass man die auch einatmet. Das deckt ein anderes Spektrum ab, als würde man das flüssig zu sich nehmen. In diesem Fall ist er jetzt nicht auf den festen Teil eingegangen, den dritten Aggregatzustand. Inwiefern man das jetzt mit der Plasmatechnologie oder mit dem Ganzen dann abdecken würde. Aber er sagte auch, dass der beschriebene Lebensbecher in dem Video, dass der so designt ist, dass das für den Virus da ist und dass das nicht einer ist, der jetzt eine Allzweckfunktion erfüllt im Sinne von einer Ernährung, die jetzt alles abdeckt. Da würde noch mehr für nötig sein, die eben all diese Spektren abdecken. Und dann hat er auch noch gesagt, dass wir sogenannte Bottomfeeder, sagte er, das sind im Ozean die Fische, die in der Tiefsee ganz tief unten leben, die leben von dem, was von oben runterkommt. Das heißt, wenn da oben irgendwelche Fische sterben oder Fische gefressen werden und das, was halt übrig bleibt und das, was die ausscheiden, das fällt natürlich alles nach unten und ganz unten tief im Meer, da leben Tiere, die leben davon, von dem, was von oben kommt. Und er sagte, das sind wir auch, weil wir uns dem nicht bewusst sind, dass über uns oben in der Atmosphäre auch Lebewesen leben und dass wir das einatmen, was von denen runterregnet. Also nicht jetzt in Form von Regen, sondern das ist einfach in der Luft. Und dass wir uns durch diese schon ernähren, durch die Atmung. Also dass wir, was das angeht, wie die Fische in der Tiefsee sind, so sind auch wir, leben von dem, was von oben kommt. Dann sagt er, dass er nach Teheran geht auf Anfrage der iranischen Regierung, um die Behandlung des Virus dort zu beaufsichtigen und das dann auch dann in weitere Länder weiterzugeben. Und das heißt dann aber, dass er bei der Gerichtsverhandlung in Italien am Dienstag nicht dabei sein kann.
Und deswegen hat er die Knowledge-Taker gebeten, die italienischen, den Fall zu erklären. Deswegen hat er das alles geschildert. Und also er hat den ganzen Mordfall an Fabio erklärt. Und das gebe ich jetzt so wieder, wie Herr Cash das erklärt hat. Also das heißt, da geht es um Beweise und Probleme mit den Beweisen, also dass da einige Unstimmigkeiten eben bestehen. Und das wollte er eben, dass das vom Gericht auch vorgelegt wird oder erklärt wird. Vieles davon ist der Polizei auch bekannt. Also die Polizei weiß auch nicht, wie das da so passiert sein kann, wie das da angeblich passiert ist. Und er sagte, dass Herr Cash war der Letzte, der Fabio lebend gesehen hat. Also sie waren beide nebeneinander, die Autos standen nebeneinander. Herr Cash ist in sein Auto gestiegen, Fabio ist in sein Auto gestiegen, also beide jeweils auf der Fahrerseite. Und Fabios Freundin Naomi ist auf den Beifahrersitz bei Fabio gestiegen, also eingestiegen. Und dann sind sie losgefahren. Also Herr Cash war der Letzte, der ihn gesehen hat. Und dann ist der angebliche Unfall passiert und da sind, wie gesagt, viele Ungereimtheiten. Zum einen hat er erklärt, dass die einen gemeinsamen Weg fahren. Herr Cash fährt circa 30 Kilometer eine bestimmte Straße entlang und biegt dann ab. Und Fabio fährt die gleichen 30 Kilometer und fährt dann aber nochmal 30 Kilometer weiter. Also hat halt weiter weg gewohnt. Und genau an dieser Kreuzung, diese 30 Kilometer rein und wo Herr Cash dann abbiegt zu seinem Haus, da an dieser Kreuzung oder in der Nähe dieser Abbiegung ist dieser angebliche Unfall passiert, also der Todesfall. Und da hat Herr Cash erklärt, dass Fabio lag circa 15 Meter vom Auto entfernt, also wurde circa 15 Meter vom Auto entfernt vorgefunden und dass Naomi am Steuer saß. Das heißt, als die gefunden wurden, saß Naomi am Steuer, obwohl sie, als sie losgefahren sind, Fabio am Steuer saß. Und Herr Cash hat, wie gesagt, ihn als Letztes gesehen und dass das schon keinen Sinn ergibt. Und dann weitere Ungereimtheiten waren, dass wenn das jetzt durch einen Unfall passiert ist, durch einen Autounfall und jetzt Fabio durch die Scheibe geflogen ist und dann 15 Meter lang weit rausgeflogen ist, dann hätte man ja körperliche Schäden gesehen. Aber der Körper war wohl unversehrt. Mit einer Ausnahme ist einer schweren Verletzung am Hinterkopf. Und das ist ja auch ungewöhnlich. Wie kriegt er die Verletzung am Hinterkopf und liegt dann 15 Meter vom Auto entfernt? Und Naomi saß am Steuer und hatte eine ähnliche Verletzung, nicht am Hinterkopf, sondern an der Seite des Kopfes. Und deswegen war sie ja dann auch lange im Koma und war ja also auch schwer verletzt. Und er hat das so erklärt, die Vorgehensweise, wie wohl so ein Mord durchgeführt ist, dass sie irgendwas am Auto gemacht haben, das dazu geführt hat, dass sie angehalten haben und die warten dann schon darauf, dass man anhält und haben die wohl überfallen und sie sind wohl beide mit einem Hammer umgebracht worden. Das heißt, Fabio ist, ob er aus dem Auto gelaufen ist und weglaufen wollte, auf jeden Fall, man hat ihn erwischt, er hat einen Hammer auf den Hinterkopf gekriegt und das war die Todeswunde, deswegen war er ansonsten unversehrt. Er ist also nicht aus dem Auto geflogen, sondern er ist aus dem Auto gelaufen. Und Naomi ist wohl rausgekommen, wollte hinterher, als sie das gesehen hat. Und dann hat Naomi ist mit dem Hammer an die Seite des Kopfes geschlagen worden und dann hat man sie in den Beifahrersitz gesetzt. Und das war auf der Seite, also auch die Seite am Kopf war die falsche Seite. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Wenn der Schaden im Auto passiert worden wäre, dann macht keinen Sinn, wie diese Verletzung zustande kommt. Und er sagte auch, dass das Gleiche mit Herr Cash auch versucht wurde, also auch sein Auto sabotiert wurde und dass man auch ihn hat Monate vorher versucht umzubringen. Und dann hat er auch noch erwähnt, dass in der Vergangenheit seine Familie in einem Auto in die Luft gesprengt wurde, darunter seine Schwester. Hat er jetzt nicht näher genannt, aber das ist eine lange Geschichte. Man hat ja auch ihn versucht zu vergiften. Man hat auch Herr Cash, seinen Sohn, versucht zu vergiften. Und er hat jetzt das in Frage gestellt, ob jetzt
ob sie das falsche Auto erwischt haben, dass, ob sie jetzt eigentlich Herr Cash umbringen wollten, oder ob sie, ob das gezielt war, Fabio umzubringen, um Herr Cash eine Botschaft zu bringen, weil sie eben an seinen Sohn nicht ran konnten. Sie haben es also mit seinem Sohn auch versucht und der Nächste, der wie ein Sohn war, war Fabio. Und ja. Ganz grausame Geschichte, das alles so sich vorzustellen. Ja, das, da gab es wohl viele Ungereimheiten. Also die Verletzungen, die stimmten nicht überein mit einem Autounfall, dass Naomi auf dem Fahrersitz saß auf einmal. Und ja, also es gab wohl viele Ungereimtheiten. Und das ist der italienischen Polizei auch bekannt. Dinge, die sie sich nicht erklären können. Und Herr Cash war nicht nur der Letzte, der Fabio lebend gesehen hat, abgesehen natürlich von Naomi, die mit dem Auto war, sondern auch der Letzte, der ihn tot gesehen hat. Also kurz bevor der Sarg geschlossen wurde, war Herr Cash der Letzte, der ihn, sag ich mal, sich von ihm verabschieden konnte. Und deswegen hat er darum gebeten, die italienischen Knowledge Seeker, dass, damit die Seele von Fabio ruhen kann, dieser Fall geklärt wird. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts ausgelassen. Ja, dann noch was zum Iran. Die Iran-Konferenz. Herr Cash sagte, dass die das letzte Mal, als so viele Weltführer im Iran waren, hat die Regierung für die da 5 Jahre gebraucht, das zu planen. Und dass sie diesmal nicht so viel Zeit haben. Und dann sagt er noch, dass wenn Trump kommt, dass dann auch Präsident Xi aus China kommen würde. Und dann hat er nochmal klargemacht, dass das keine Cash Foundation Konferenz ist, sondern eine Konferenz, wo die Cash Foundation ihre Technologie zeigt. Also es ist eine Konferenz, die wohl von der iranischen Regierung wohl kommt. Dementsprechend wird auch die Begrüßungsrede der iranische Präsident halten. Und die Cash Foundation ist aber dort mitvertreten und zeigt dort die Technologie. Und er hat auch gesagt, dass jeder, der dort kommt, wird ohne Virus wieder gehen. Das heißt, er sagte, jeder ist willkommen. Und wer da auf der Konferenz sein wird, der wird ohne Virus wieder wird gehen. Also dass das da auch behandelt wird. Und dann hat er während des Workshops heute hat er die Nachricht bekommen, dass die finale Version der Enhancement Unit fertig ist. Also er hat wohl, hat er nicht genauer erklärt, aber da jetzt, was er da jetzt für Dokumente bekommen hat, aber es ist wohl, er war begeistert von dem, was er da gesehen hat. Und dann hat er noch erklärt, dass es in den zukünftigen Raumschiffen 2 Einheiten geben wird. Einmal diese Universal Enhancement Unit, wie sie jetzt im Cash Foundation Shop zu sehen ist. Die für Behandlung sein wird, also für Gesundheit, Ernährung und auch für Seelenarbeit möglicherweise, alles in dem Bereich. Und die 2. Einheit wird dafür da sein, Materie und Energie zu erzeugen. Also das heißt, wenn man diese 2 Geräte auf dem Raumschiff hat, dann hat man alles, was man braucht. Ja, das war's mit meiner Zusammenfassung. Hat da jemand noch Ergänzung zu oder gibt es da noch Fragen zu? Okay, ich sehe hier keine Fragen. Und dann gibt es sonst irgendwas anderes, irgendwelche anderen Anliegen? Möchte jemand was zeigen? Andere Fragen? Hallo Marion. Kann man was sagen, wie es der Naomi geht? Oder gibt es da irgendwie neue Erkenntnisse oder so?
Neue Erkenntnisse weiß ich nicht, aber das Letzte, was ich weiß, ist, dass die Verbesserung rapide war. Also es ging es ihr ständig besser. Und sie hatte ja auch was wohl denn tatsächlich im Auto passiert ist, oder weiß ich nicht genau, aber sie hatte wohl einen schweren Bruch der Hüfte, der auch behandelt worden ist. Und sie ist ja aus dem Koma geholt worden und ihr Gehirn ist behandelt worden. Und es ist ja vor einer Weile ja auch gezeigt worden, wie sie langsam wieder alles gelernt hat, wie sie langsam wieder es ihr besser ging. Und es ist irgendwann auch Wochen später nochmal ein Foto von ihr gezeigt worden, wo es ihr relativ gut ging, also den Umständen entsprechend. Aber was aktuell ist, weiß ich nicht. Danke. Hier ist Volker, bittet um Stellungnahme bezüglich des Generators. Herr Kesch sagte mal, dass alle, die den Generator gekauft haben, den auch noch bekommen werden. Dass es wohl andere Gründe hat, warum der zu dem Zeitpunkt nicht entwickelt wurde oder nicht verkauft wurde. Und dass es aber ursprünglich so geplant war. Und da kamen andere Dinge dazwischen, aber dass das trotzdem noch passieren würde. Und er hat auch mal erwähnt, dass wenn ein Generator auf den Markt kommt, dann würde der von China kommen. Und vielleicht hat das damit zu tun, dass China den entwickeln sollte, aber es da vielleicht in China Probleme gab und dass er ist da nicht ins Detail gegangen, aber so in etwa in die Richtung ging das. Ja, gibt es noch irgendwelche Anliegen? Ach so, Klaus-Dieter, du wolltest noch was sagen? Hallo. Hallo, liebe Mario, hallo alle zusammen. Ja, danke sehr. Ja, nach diesen sehr, sehr wilden Geschichten und auch dieser schönen Nachricht in Bezug auf die Enhancement Unit, heute haben wir diesen wunderbar balancierten Tag, diese 2020. Und unsere liebe Präsidentin war gestern bei einem Freund von mir, bei einem Arzt, Allgemeinmediziner und Homöopathen, der voll hellsichtig ist und durch viele, ja, oder durch alle Dinge durchsieht. Und er hat mir ausrichten lassen, dass heute so etwas wie der Deckel aufgeht, was immer das heißt. Und ich habe in unserer Gruppe einfach gebeten, heute 20.20 Uhr unsere kleinen Feldorganisatoren ein bisschen zu starten. Und wir machen eine kleine Gewahrseinsübung, einfach atmen und in diesem friedlichen und sicheren Raum, in diesem freudvollen Raum einfach zu sein. Und alle, die es wählen, sind herzlich eingeladen, hier mitzutun. Es schwingen alle Ganze mit. Der liebe Can und auch wir haben hier im Feld die wesentlichen Dinge, also nichts Gefährliches, auch kein Eisenoxid, hier mit drinnen. Und ja, ihr seid herzlich eingeladen, hier euer Bewusstsein ein bisschen dazu zu geben, denn wie wir wissen, das Bewusstsein saugt die Energie herein. Und im Moment schadet es gar nicht, wenn wir ein bisschen friedlich und freudvoll sind. Da brauchen wir nichts zu wünschen ohne Absicht. Und ja, es ist ein wunderbarer, schöner Tag. Danke sehr, danke, dass ich das mitteilen durfte. Danke auch. Und du erwähntest noch heute Abend die Uhrzeit von 20.20 Uhr bis 22.22 Uhr. Also auch hier natürlich die Zahl passend zum Datum. Ja, und wer im Chat reinzieht, er kann, wir haben so mal so eine kleine Reise in 10 Minuten von Washington nach Teheran gemacht, über Google Earth, wo wir einfach ganz friedlich in diesem Atmen waren und nichts wollten und einfach die UNO in Wien, in New York, den Kreml, das Pentagon, das Weiße Haus und verschiedenste andere Staaten besucht haben. Ihr könnt euch einfach Google Earth aufmachen und wenn ihr friedlich seid,
dreht euch einfach die Erde ein bisschen. Es ist einfach ein schönes Spiel. Und wir wissen eben, wenn wir das Bewusstsein zusammenlegen, wird die Qualität im morphischen Feld wieder gestärkt. Und ich habe einen Link reingegeben in den Chat. Ihr könnt einfach auch auf das Video drauf tippen, wo wir diese Atemübung machen oder durchs Feld fliegen zu den verschiedenen Orten oder stellt euch was vor, was ihr wählt. Danke. Danke auch. Okay. Dann gibt's sonst noch irgendetwas? Na gut, du siehst den Link nicht. Okay, das ist nicht an alle gegangen. Ich kopiere mal die Nachricht. Das ist hier die Nachricht von Klaus Dieter, nicht von mir. So 1:1 kopiert. Okay, ja, dann bedanke ich mich bei allen. Das war heute der 205. Deutschsprachige Wissenssucher-Workshop. Und ja, ich wünsche euch allen einen schönen Abend, eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal.